noch mal mit, weil ich gerade in der Nähe bin. Und müsste ich, glaube ich, wieder zwei Fähigkeitspunkte haben. Es läuft aber ein bisschen rund. So, und dann müsste ich eigentlich jetzt noch relativ schnell da hochkommen. Mit meiner Seilwinde. Ach Mist, das ist so ein kleines Vorplateau. Den Wagen entführen. Achso, okay, das ist schon die nächste Mission. Da mal hoch. Und dann ganz nach oben. Abfahrt. Sehr schön. Also für solche Momente klappt das immer ganz gut mit der Steuerung auch. Ja, dann schauen wir uns nochmal London an. Ja, und Yankee scheint so ein bisschen PUBG-süchtig zu sein. Tut mir natürlich leid für ihn. Können wir morgen gerne wieder spielen. Heute wird das nichts. Und vielleicht nochmal entführen. Achso, ich bin jetzt hier in einem... Okay. Ich könnte jetzt das Gebiet hier säubern, eigentlich von den Lighters. Das könnte ich eigentlich mal direkt machen, ne? Obwohl, ich sollte vielleicht erstmal City of London irgendwie hier ein bisschen aufräumen, dass ich das... dieses freie Gebiet mal ein bisschen vergrößert. Habe ich bisher auch heute noch nichts gemacht. Ist aber auch sehr, sehr aufwendig, muss ich sagen. Also wenn das jetzt tatsächlich wie hier, dass ich da alle kleinen Untergebiete noch einnehmen muss, dann habe ich echt viel Arbeit. Gut. Aber wenn, dann würde ich das eben halt drüben machen. Nehme ich nochmal den Aussichtspunkt ein. Dann habe ich ja echt schon gute Übersicht jetzt über London. Sind jetzt nicht mehr zwei... drei. Schon die meisten Türme tatsächlich eingenommen. Nicht schlecht. 4, 5, 6. Ja gut, hier hinten. Ja gut, da ist alles voll. Gut, aber dann habe ich hier so ein bisschen was Zusammenhängendes habe ich schon mal dann freigespielt. Mal gucken, wie der schnellste. Mir auch wundern, wenn der jetzt endlich mal in Lock ankommen würde. Au. So, sieht gut aus. Auf. So, dann wieder. Ja, und das ist natürlich genau an der Themse. Ich glaube, einer von den zwei Punkten ist das. Aber so kann man sich vorbewegen. Das, also, wenn man nicht immer gerade im falschen Moment das R drückt, um darüber, sich drüber zu sein. Ups. Oh, mein Junge. Sehr schön. So, da oben muss ich rauf. Verrückt! Echt reger Verkehr. Kommt hier noch einer? Shit. Nein, nein, nein! Spring rüber. Mist. Ich hab irgendwie Angst, dass es so schief geht. Ah, ich kenne mich ja auch. Ah. Darauf? Wenn das jetzt klappt, das wäre geil. Hier und da komme ich drauf, okay. So arbeitet man sich langsam vor. So. Und darauf. Zwar nicht der spektakulärste Aussichtspunkt, aber auch der muss erklommen werden. Weiterhin werden die Symbole eingeblendet, finde ich auch so ein bisschen doof, weil das killt so ein bisschen Atmosphäre. Reicht es, wenn ich jetzt einfach eine Seilwinde drüber mache? Genau, woran vorbei, genau. Wenn ich jetzt wieder hochgehe, passt das auch nicht, ne? Genau, woran vorbei.
Alter, also, wenn ich einen Flachkörper mache. Yes. 3 von 25, ey. Ich glaube, wenn man die tatsächlich alle sammelt. Was bringt mir das eigentlich daher? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob mir das wirklich was bringt. Aber war jetzt auch natürlich dann ein neues Schnellreiseziel. Das ist schon mal. Das wird mir noch irgendwann helfen. So. Aber, wie Sie sehen, kann ich immer noch keine Pubs aufkaufen. So wie ich das sehe jetzt zumindest. Ja, dieses eine da gefunden. Irgendwo an der Ecke war das irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war. Vielleicht hier irgendwo oder so. Kaufen kann ich es immer noch nicht. Ich weiß nicht, welche Voraussetzungen ich dafür erfüllen muss. Weil eigentlich habe ich ja eigentlich das da so freigespielt. Doof. Na gut, aber ich könnte jetzt mal hier anfangen, wieder so ein paar Gebiete einzunehmen. Mache ich aber jetzt mal in der City von London. Da kann ich eine Schnellreise hier hin machen. Ja. Wollte ich ja nicht aus dem Wasser rauskommen. Düpp, düpp, düpp. Na, endlich. So. Und dann kann ich mir das eigentlich mal markieren. Warum nicht? Weil, ja, sei egal, womit ich anfange. Ne? Naja, mit dem hier anfangen. Wo auch immer das jetzt ist. Das wäre da. Könnte ganz gut runterspringen. Da will ich leider die Seilwinde nicht benutzen. Runter, 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 runter. So. Da hinspringen. Dann einmal darüber und dann bin ich schon eigentlich schon da. So. Schau nochmal rüber. Zack, zack, zack. Jo, so wieder so ratzfatz. Sehr schön. So, jetzt soll ich erstmal Big Pete und Charlie soll ich aufspüren. Wer auch immer die beiden Typen sind. Haben wir die Beine weggezogen und fertig. Sind das die beiden? Nee. Sind das die beiden? Wir sollten vorsichtig Charlie sein, töten? Jedenfalls den nächsten Monat. Den haben wir da. Nachschub nicht gefährden. Wenn die rausfinden, dass ich euch reingelassen habe, wird mich der Zoo entlassen. Ich wollte eigentlich nur runterklettern. Wenn die rausfinden, dass ich euch reingelassen habe, wird mich der Zoo entlassen. Und das wäre noch lang nicht das Schlimmste. Er kommt sogar ans Fenster, aber... Ah, da ist ein offenes Fenster. Schon wie die Besoffenen. Eindringling, dort! Fahrzeug! He's hiding from someone, that's for sure. We can still see you, my son. Oi, oi, oi. Ey, wenn das so war. Alter Spiel. Wow, die haben mich ja komplett weggemacht. Die waren. Ich weiß gar nicht, war das Level 6? Habe ich das so eben richtig gesehen? Die waren einen Ticken stärker als ich. Das fand ich gut. Nochmal. Nochmal das Ganze. So, ich bin jetzt hier in der Nähe. Also nach oben fahren. Das geht so schön schnell, das ist ein Traum. Also hätte ich es jetzt nicht so unachtsam gemacht, dann wäre es wahrscheinlich auch besser gelaufen. So. Ah, jetzt habe ich sogar beide. Sehr gut. So, wir haben einmal die Wache da drauf. Die nehmen wir raus. Oh. Die Waffe fliegt ja sehr eindrucksvoll runter. So. Noch ein Bier. Und zwei für Charlie.
Du bist zu gütig, so, du hast dich natürlich. Dein Auftritt heute war unwahr. Stehen sie sogar nebeneinander. Ich bin am besten, wenn sie kämpfen. Oh. Aufpassen. Das Ziel von seinem Bruder töten lassen. So wichtig kann er nicht sein. Wie soll ich das denn hinbekommen? Da müsste ich doch irgendwie so Berserker-Kram haben. Du sollst da eigentlich an dem Fenster. Oh klar, es geht wieder nach hinten los. Würde mich gerne an den Fenstersims da ranhängen und dann pfeifen. Das hat genug Zeit in Anspruch genommen. Dann würde ich dir gerne aus dem Fenster rausziehen, eigentlich. Der Typ wird ja auch. Könnte natürlich von der anderen Seite versuchen, ihn rauszuziehen. Das würde wahrscheinlich auch klappen. Er muss weggelaufen sein. Ziel von seinem Bruder töten. Also das würde wahrscheinlich echt nur klappen, wenn. Wir sollten vorsichtig sein. Jedenfalls den nächsten Monat. Wir dürfen unseren Nachschub nicht gefährden. Haltet den Eindringling auf! Yes! Shit! Aber es ist genau so, was ich machen. Nur, dass ich mich nicht vorher hängen konnte. Er ist da drüben! Ich hab ihn im Visier! Nein! Das ist nicht gut. Komm her, komm her, komm her! Komm doch, komm doch, komm doch! Ja, richtig! Ich verziehe mir mal eben mal kurz. Das eskaliert schon wieder. Okay, jetzt komme ich schon mal rein. Rein! Hier rein. Oh, mir hilft sogar jemand. Oder? Das habe ich immer schon gesagt. So. So, die nehme ich gleich einfach raus. Ich hoffe, das klappt jetzt nicht, dass es gleich wieder eskaliert. Geh mal hin. Heute liegt was Übles in der Luft, das gefällt mir nicht. Er gehört hier nicht hin. Wie hat sie das denn gespürt? Ihr Ernst? Das ist nur eine Frau, komm mal, sie weg. Sag mal, das würde ich so nicht schaffen? Das gibt's doch gar nicht. Zu stark. Da kann ich kann da wirklich nichts machen, irgendwie. Ich wollte sie ja schon von hinten angreifen, die hat sie ja sofort umgedreht. Das macht's deutlich kniffliger. Als bisher bei Assassin's Creed. Da konnte sie ja an jeden anschleichen, und das war völlig egal, ob das jetzt der Boss war oder wer auch immer. Dann sind die tatsächlich noch zu stark. Ich bin Level 3, glaube ich. Fähigkeiten könnte ich. Ach, wo habe ich denn 8 Punkte her mittlerweile schon? Das ist doch schon mal gut. Gesundheit hatte ich eigentlich schon. Wieso speichert er das immer nicht? Habe ich vorhin nachweislich gekauft, meine ich. So. Und Level 3 hatte ich eigentlich auch schon erreicht. Also ich weiß nicht, warum. Irgendwas scheint hier verbuggt zu sein. So, Gesundheit. Vielleicht nochmal schleichen oder irgendwas hier. Adlerauge, Revolverheld, Fahrer. Fahrer interessiert mich jetzt echt am wenigsten noch. Reduziert erlittenen Nahkampfschaden. Klingt auch nicht schlecht. Erstschlag, Schleichen. Schleichen wäre natürlich gut, damit ich mich auch an sowas anschleichen kann. Einschüchterung. Gefangen genommene Gegner versuchen nicht mehr zu entkommen. Schlösser knacken. Konterboost. Auch den hatte ich schon. Was ist denn das? Also irgendwas läuft ja nicht ganz richtig. Unaufhaltsam, erste Treffer, wenn der Kombo. Okay, also ich kann einen Treffer einstecken. Das ist bestimmt auch nicht schlecht, aber. Ich weiß nicht, ob das jetzt Hinrichtung.
Oh, auch nicht schlecht. Hinrichtung. Schlechter. Okay. Verstümmeln. Boah, das ist ja verrückt, ey. Geringe Schnellrand des Todes. Erfolgreich. Ja, das klingt doch ganz gut. Symbol auch dafür. So, dann habe ich noch zwei Punkte. Was nehme ich dafür? Nehme ich jetzt die Messermeister. Wurfmesser betäuben Gegner für kurze Zeit. Sie erhalten automatisch Wurfmesser, wenn sie Multikills ausführen. Hui. Auch nicht schlecht. Assassinen Samtpfote. Sie allein durch Stürze weniger Schaden. Hm, nicht so cool. Was nehme ich dafür? Nehme ich echt dieses mit dem Schleichen? Hier gibt es noch ziemlich viele Punkte noch. Eevee wäre vielleicht auch für die Mission besser, weil sie sich schleichen, besser schleichen kann. Aber ich nehme den Gesundheitsbus nochmal. Habe ich dann Level 4? Passt das? Immerhin Level 4. So. Alles ausgegeben. Es dürfte, wenn ich jetzt zurückgehe, dürfte nichts weg sein. Sieht gut aus. Warum auch immer das so ist. Keine Ahnung. Bewegung, du dummes Vieh. Gut, jetzt wäre es also so oder so einfacher, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so sinnvoll ist. Ich kann auch nicht sehen, welche... Doch, empfohlenes Level kann ich doch sehen. Da kann ich also, glaube ich, City of London kann ich erstmal abhaken. Level 6, das wird ja immer schwieriger hier. Dann bräuchte ich also ein Gebiet, das vielleicht ein bisschen einfacher ist. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, das grenzt hier gleich an Whitechapel. Aber hier so, Level 5. Level 3. Das wäre schon deutlich einfacher hier. Templerjagd. Da habe ich noch eine Schnellreise. Komm, dann machen wir das mal. Am Ende muss ich ja sowieso die ganze Stadt von den Blighters befreien. Um meine Gang, meine eigene Gang noch weiter auszubauen. So. Gut, dann musste ich jetzt wo einmal hin? Da, Templerjagd. Das ist mein Ziel. Ich weiß nicht, was für eine Wache das da ist. Ob ich hier rausnehmen muss. Es sieht so aus. Sehr gut. Und dann will ich mal meine Kontrolle weiter festigen. Oder meinen Einfluss. So, Martin Church wird gesucht. Martin Church wird gefunden. Das Ziel mit versteckter Klinge eliminieren. Das kriege ich hoffentlich hin. Level 5 ist er. Allerdings hat er einen Bodyguard dabei. Ein würdiger Templer, sagen Sie. Unternehmt was gegen ihn. Dazu müsst ihr wahrscheinlich beide gleichzeitig rausnehmen, denke ich mal. So, hier haben wir den Vorteil, der Abschluss dieser Herausforderung gibt zusätzliches Geld und EP, klar. Strategie auf Assassinenart mit versteckter Klinge töten, genau. Wird das eigentlich immer nur zusammengefasst. Ich denke, es macht Sinn, die beide gleichzeitig rauszunehmen. Haltet Ausschau nach dem Rock, Junge! Eindringling! Du bist tot! Die Zunge aus! Das war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe den Kutscher gar nicht gesehen. Er kann euch nicht lassen! Du hast keine Chance, Assassine! Das eskaliert ist. Jetzt habe ich wieder total die Scheiße gebaut. Ich glaube, ich muss meinen Adlerblick erstmal schärfen, bevor ich überhaupt. Wo er auch sein mag, ich finde ihn. Ob er mir eine Falle ist, versteckt sich hier. Das ging wieder voll nach hinten los. Ich dachte, ich hätte freie Bahn. Ärgerlich. Ach, hallo. Keine Bewegung. Ne, keine Bewegung.
So, aber die Nebenmission ist jetzt noch nicht gescheitert. Kannst ja immer noch schaffen, rein theoretisch. Mit der Klinge töten heißt, ich könnte ja auch ein Luftattentat machen. Das wäre auch möglich. Meine ich. Ausprobieren. So. Müssen natürlich irgendwo andocken können. Ich führe nur Befehle aus und dann das? Die Welt ist einfach ungerecht. Oder? Na, da komme ich nicht ganz rein. Ah. Verdammt nochmal, ist da. Töten. Ich komme nicht ganz ran. Das ist ja ärgerlich. Mal da runter. Das war ja nicht das Problem. Da nochmal scannen. Jetzt sehe ich, auch wenn das ein bisschen mehr hier los ist. Die haben mich dazu gebracht. Dieser verrückte Krähen-Typ ist hier. Ach Mist. Ich bin auch so schlecht. Also ich stehe mich jetzt auch nicht wirklich clever an, muss ich sagen. Dann komm noch ein bisschen näher ran, dann könnt ihr hier locker rausnehmen. Das sieht schon besser aus. Ah, guck mal, er macht hier extra einen Bogen immer drumherum. Er wird wissen, warum. Das könnte klappen, könnte klappen, könnte klappen. So, jetzt komm raus da und dann wollen wir nur fallen lassen. So ist zumindest der Plan. Na. Klingel. Und abhauen. Yes! So. Zwar nicht wie ich gedacht hatte, aber es hat geklappt. Das soll alles was sehen. Das Gebiet fliehen. Oh. Ich komm rüber und kümmere mich um dich, Kindchen. Sehr gut. Das müsste es gewesen sein. Habe ich zumindest dieses kleine Eingebiet schon mal eingenommen. Aber ich kann nicht wirklich behaupten, dass ich mich gut angestellt habe. Also, die Schulter klopfe ich mir auf jeden Fall nicht. Okay. Ja, das hat geklappt. Das Gebiet ist frei. Ist aber nur ein kleines Gebiet, ne? Welches ist jetzt frei? Dieses kleine Gebiet. Also ich habe hier echt noch richtig viel zu tun hier auf jeden Fall in London. Ich glaube, eins mache ich noch. Moment. Wo kann ich denn jetzt hier das nächste? Das sind doch nicht kleine oder doch. Doch. Das wäre jetzt hier das nächste. Das wäre Level 4. Das müsste ich eigentlich schaffen. Da hinten. Gangquartier. Ich habe jetzt natürlich auch hier keine Rogues, die mir helfen könnten. Ich will jetzt nicht extra noch darüber rennen. So, bei dem Quartier, das war glaube ich schon ein bisschen schwieriger, weil da viel, viel mehr los ist. Na, gucken wir mal. Im Zweifel verkacke ich es mal wieder. So. Was haben wir denn hier Schönes? Granaten? Anzünden und halten. Achso, das würde jetzt aber nur einfach die Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Was soll ich machen? Alle Blighters eliminieren. Überfallpläne der Blighters verbrennen. Gefangene Rooks befreien. Ja, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Gucken, was ich für Möglichkeiten habe. Was mich auch immer interessiert. Wofür ist das Feuer eigentlich? Das habe ich bisher noch nicht rausgefunden. So, der guckt da. Okay. Das scheint ein Speer zu sein. Und leider nicht an beide ran. Oh, kein Fehler machen. Er ist leider zu laut.
auf, bis dir die Füße bluten. Verstärkt. Achso, der verstärkt. Oh. Es geht doch wieder nach hinten los. Vor allem, ich glaube, jetzt meine Blighters, die kann ich jetzt, glaube ich. Mit befreien wird jetzt nichts mehr. Fürchte ich. Wow! Die kommen aus den Dachluken raus. Was könnte das sein? Was ist denn los? Ein Vogel! Ah. Sie brauchen Verstärkung! Hier ist jemand! Jetzt geht! 5! Oh je, der wird noch Widerstand leisten. Aber die Kombo läuft. Schön, wie er hier aus der Deckung geschossen hat. Das war cool. Das war cool. Shit. Aber das halt. Ich glaube, ich muss den Typen jetzt hier erstmal rausnehmen, den mit der. Ich könnte alle hier umbringen. So, das läuft. Meine Gefangenen kann ich anscheinend immer noch befreien. So. Ich sehe jetzt alles. Hier, da ist ein Gefangener. Genau als Einstieg, der guckt gerade weg. Jetzt sind die leider sehr, sehr gebündelt, da. Ja? Das ist schlecht. Ah, cool, dass das mit dem Pfeifen klappt. Schlecht, dass sie darauf klettert. Das war. Okay, jetzt gedacht, die kommt da jetzt irgendwie unten rum. Kümmert euch um ihn! So, okay. Auch der. Also ich kann die auf jeden Fall mit Pfeifen ranlocken. Das ist gut. So, den einzelnen nehme ich, glaube ich, da dann auch einzeln raus. Muss man echt ein bisschen taktisch vorgehen hier. Ansonsten geht das immer nach hinten los. Zumindest bei mir. Der wird ja irgendwann da wahrscheinlich wieder zurückstiefeln. Da ist aber auch noch einer. Und da ist noch einer. Tötet ihn schon! Genau, Bursche. Krieg zurück in den Schatten. Hey! Sehr, sehr hübsche Mädchen, ja. Bewegung! Erwischt! Erwischt? Na komm. Wenn ich den finde, der hier pfeift, dann zieh ich ihm die Zunge durch den Arsch raus. Ja, wollen wir mal sehen hier. Na gut, das stört ihn nicht, dass da eine Waffe runtergefallen ist. Das ist schon mal gut. Das spüre ich. Aber irgendeiner sieht mich da auf jeden Fall. Das haben wir natürlich gesehen. Odd fellow. Ja. Zack, zack, zack. Immer noch so viele. 4 Stück noch. Ah, und ich sehe, steht ja da drunter. Könnte klappen. Hat geklappt, sehr gut.
Der steht jetzt alleine da. Der ist auch alleine. No. Sehr gut. Wie so eine kleine Katze da runtergesprungen. Der andere ist da oben drin. So. Anschleichen. Füße wegziehen. Sehr gut. Gefangene Rooks befallen. Einen habe ich jetzt. Und wie geht es dir? Wenn du mich. Ich befürchte, da oben sind noch ein paar mehr drin. Ich helfe dir aus jeder Patsche wieder raus, Jack. Kämpfen. Der letzte auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, wo die anderen sind. Wenn ich mit dir fertig bin. Gut, das war jetzt ein bisschen Bug, aber na gut. Hat geklappt. Habe ich die anderen Rooks jetzt befreit? Na gut, ja, zumindest die Hälfte. Ich glaube, ich habe einen Rook habe ich tatsächlich nur befreit, aber scheint gereicht zu haben. So. So langsam komme ich dann doch voran. Aber wenn man das sieht, diese ganzen kleinen Teilstücke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist schon eine Menge Arbeit, die hier vor einem liegt. Ist schon ein bisschen viel tatsächlich. Abgesehen davon, dass sie mir jetzt bestimmt nicht clever anstellt. Doch mal ab, aber. Gut. Ja, aber so kann es dann nachher aussehen. Dann muss man wahrscheinlich erstmal die Randgebiete säubern und dann irgendwann kann man sich auf den Kern konzentrieren. Ich denke mal, dass hier hinten wahrscheinlich die schwersten Missionen. 8, genau, Level 8. 9 sogar. Also hier hinten ist tatsächlich am schwersten und ich denke mal, hier so die Randgebiete sind auch mit am einfachsten, was das Einnehmen angeht. Und sobald man. Umso näher man quasi zur. Auch wie hier Themse geht auch noch, ne? Level 3. Könnte man relativ schnell befreien. Nur das sind relativ große Gebiete, die man auch mit einem Schlag befreit, meine ich. Ja, gut. Aber dann soll es das für heute gewesen sein mit Assassin's Creed Unity. Unity sage ich schon, Syndicate. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Hab heute, ja, storymäßig eigentlich bin ich nicht so viel vorangekommen, muss ich ehrlich sagen. Ja, Jack kommt genau zum Ende wieder. Ich sehe aber, hast du das X gesehen? Ja, so. Bin jetzt, ja, ich habe ein bisschen was eingenommen. Also es gibt so viel zu entdecken im Prinzip in London, dass man sich da leicht verlieren kann. Und ein bisschen vielleicht auch von der Story abkommen kann. Deswegen, das war jetzt nicht so koordiniert heute, was das Ganze anging. Und ich muss auch ein bisschen was rumprobieren. Zum Beispiel jetzt dann auch irgendwie, wie ich einen Pub kaufen kann und ähnliches. Da ist bestimmt auch ein bisschen viel Zeit jetzt heute drauf gegangen. Du kannst auch den Begleiter in den Kampf. Ach, deswegen Kampf. Genau. Deswegen das X. Okay. Habe ich jetzt auch geschnallt. Aber kann ich mir selber die Fänge auch dreckig machen, ne? Gut. Ja, dann bedanke ich mich auch fürs Einschalten. Vielen Dank dafür. Und Mittwoch sehen wir uns nicht. Normalerweise wäre ja auch Mittwoch dann ein Sendetermin für Assassin's Creed gewesen. Da spielt allerdings Dortmund. Ich bin Dortmund-Fan. Und deswegen geht es dann am Freitag wieder weiter mit Assassin's Creed Syndicate. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch da dann wieder einschaltet. Ja, und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis dann, ciao.